So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir ja halt die ganzen anderen Level von Devoris gespielt. Und jetzt spielen wir die nächsten Level von Devoris. Bonus in Disguise. Ein Level, was anscheinend sehr einfach ist. Einfach nur spielen. Offenbar. Okay, I guess. Sammle mindestens 32 Münzen und erreiche das Ziel. What? 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 Ich habe 32 Münzen, lass mich in Ruhe. Das war ein strange Level, aber okay, meinetwegen, alles gut. Dann war das das. Es kann auch mal schnell gehen bei Devori anscheinend. Okay. Es kann auch mal schnell gehen bei Devori. Ja, das, ja, bin ich jetzt gerade nicht so. Wahrscheinlich war da irgendein Gedanke dahinter, egal. Skypark Scamper, 1%, jetzt wird's wieder interessant. Und ist wieder ein Drop Super Mario 3D World. Without ever landing. Oh nein. Ich darf nicht landen. Ist das ein Level, ohne den Boden zu berühren? Geheim. Ach du Scheiße. Das heißt, es gibt keinen Checkpoint. Oh no. Ja, wir können erst mal gucken. Was man hier alles tun kann und muss. Ich weiß nicht, ob ich dieses Level spielen werde. Also schaffen. Also im Sinne von weiter länger probieren werde, als was wir gerade eh schon... Ja, cool. Wie zum Henker. Ja, super. Ach du Scheiße. Ich checke ja schon den ganzen Anfang nicht. Alter. Alter, was? Ja. Alter. Ist das dumm? Also irgendwie muss ich da... Ach, da kommen neue raus. Okay, ich glaube, ich check den Anfang doch. Ja, okay. So, jetzt komme ich hier zurück und dann gehe ich da rüber und dann gehe ich mit der Pflanze zurück. Ah, nee, dann gehe ich auf den Goomba. Okay, ich habe den Anfang verstanden. Okay. Hat ein bisschen gedauert, aber Anfang ist klar. Ja, Anfang ist klar, okay. Uff. Ah. So. Jetzt muss ich hier... Ja, okay, ist egal. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ja, so nicht. Da hätte ich jetzt auch nicht drauf landen dürfen. Oh Gott. Und dann muss ich hier rum und dann muss ich da rum.
Normalerweise. Und dann müsste ich von dem aus hier hin, hier hin, hier ran. Da ist schon das Ziel. Was? Aber wenn ich von da aus weiterkomme. Hä? Ja, wie soll ich denn hier? Muss ich die Pflanze dann irgendwie so wegräumen? Muss man da diesen Trick benutzen, dass man die Pflanze so ganz leicht andipsen kann? Oder muss ich einfach schneller durch, bevor die Pflanze sich da breit macht? Mach dich weg. Mach dich weg. Ja. Ah. Okay, also jetzt würde ich von hier kommen, irgendwie. Boah, das wird echt kritisch am Ende, ne? Das wird echt kritisch am Ende. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ja, jetzt ist es schon wieder vorbei. Jetzt komme ich da nicht mehr. Doch, ich komme da nochmal ran. Oh mein Gott, ich käme da nochmal ran sogar. Okay. Ah, eieiei. Die Schlüssel markieren die Abwurfstelle für die Shell. Ich habe die Schlüssel verstanden. God dang it! Nein, das darf nicht weg. Wenn das weg ist, habe ich verloren. Und jetzt muss ich dann werfen. An der Stelle muss ich die werfen. Aber wie kann ich dann noch dafür sorgen, dass ich nicht... Wir sind so nah dran, ne? Oh, das ist so knapp, dieser Sch... Der Teil ist, regt mich auf. Oh. Okay, wir gucken mal. Ah, verstanden. Ich mache einen Shell-Jump ins Ziel. Gecheckt. Okay. Okay, 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 okay. Wir machen einen Shell-Jump ins Ziel. Puh.
Nein! Da muss ich nochmal twirlen, deswegen ist dann L. Okay. Es ist nur noch der Endsprung, dann haben wir es. Es ist nur noch der Endsprung. So close. Okay. Bisschen später twirlen wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht genau. Bisschen später twirlen. Ah. Oh oh. Es passt. Ah, so knapp. So knapp jedes Mal. Ich würde es aber fast... Er könnte es auch anders probieren. Ich weiß nicht, ob das geht. Verdammter Mist. Oh, das wollte ich nicht. Wow, das wollte ich auch nicht. Aber ich wollte mal was anderes probieren. Ja, mach dich mal weg. Ich wollte was anderes probieren. Wenn ich hier irgendwie ankomme, na, dann mache ich ja hier so den. Bin da oben dran. Kann ich nicht auch... Warte. Kann ich nicht auch hier unten ran? Bis darüber. Ah, es ist... Ah, es ist ich wollte nämlich an die Ecke. Ah, ich glaube, das geht doch nicht so gut. Dann ist die Shell wohl doch das angenehmere Übel. Das war jetzt blöd. Ah, scheiße. Come on. Oh oh, ja. Cool. Ach Mist, jetzt mache ich Blödsinn. Nein, ich hab... Oh!
So macht man's. Genau so. Aber dafür muss ich nicht twirlen. Das L ist da Quatsch an der Stelle. Das L ist an der Stelle Quatsch. Aber die Swamp-Stelle ist auch wieder so ein Scheiß, ne? Oh. Guten Morgen. Yes! God dang it! Weg mit diesem Level! Alter Schwede! Alter Schwede, weg mit diesem Level! Aber sowas von. 1-1, aber als Castle. Okay, einfach nur ein Gag oder was? Einfach, soll es einfach nur ein Gag sein, oder was ist das jetzt hier? Wie kommt man da in 12 Sekunden durch? Du Wahnsinniger, wer immer du bist. Jetzt kommt noch ein Bowser am Schloss, oder am Schloss, genau, am Schluss. Alles klar. 1-1 aber als Castle. Das war ja toll. Nö, dafür gibt's jetzt kein Herz. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. So. Naruto Bluebird Opening Nummer 3, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Let's go. Ach so, ich kann da hoch, habe ich nicht gesehen. Da, 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 da. Komm, sterben kann man da nicht, ne? Ja, das theoretisch schon, aber aktuell nicht wirklich. Also, im Moment ist es schwierig zu sterben, sagen wir es so. Aber geportet ist es schon cool. Ah, was heißt geportet? Jetzt noch zum Schluss sterben. Das wäre es jetzt natürlich noch gewesen, ne? An den Manchern bin ich relativ knapp vorbei. Aber gut, we did it. Eieiei. So, was haben wir noch? Zwei Level haben wir noch. What the Ceiling Shows und Oasis Graces, weil das haben wir schon, Link's Crossbow Training. Dadurch haben wir den Typen kennengelernt. Was haben wir hier? 2,95%? 11, okay. Also, wenn wir das haben, haben wir im Prinzip das Video. Weil das andere Level sollte dann machbar sein. So, was sagt mir denn die Decke? Es mag mehr zeigen, als man denkt. Rätselthema. Let's go. Ah. Okay, Level verstanden. Okay, das ist cool. Das ist super cool.
Ach, der fährt rüber. Oh boy. Das war interessant. Achso, nur noch mal. Wait, aber dann... Ich wollte gerade sagen, das kann ja so nicht funktionieren. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit dem runterfahrenden Ding. Wo ich da hin muss, genau. Achso, der fährt dann weiter runter, ne? Also muss ich jetzt drauf und dann gleich weiter. Ah, das wollte ich nicht. Hier genauso. Hier genauso. Und dann... Hä? Oder muss ich warten, bis die wieder hochfahren? Ich meine, es scrollt ja, also ich kann ja nicht schneller weiter. Das ist ein bisschen unverständlich, finde ich gerade. Ich weiß es nicht. Das funktioniert. So viel dazu. Die nach oben und unten bewegenden Dinger verstehe ich nicht ganz. Ah, doch, die fahren ja andersrum. Jetzt habe ich es verstanden. Wenn der die Münzen berührt, dann kann ich auch auf ihn drauf. Dann ist er da. Ja, okay, alles klar. Gecheckt. Das ist die Höhe. Und das ist Ziel. Okay. Gut, dann haben wir es ja. Musste ich erstmal verstehen, was die Münzen... Aber die Münzen sind eigentlich eindeutig, ja. Habe ich dumm gemacht. Gebe ich zu. Gäb ich zu. Dann warten wir jetzt hier. Und jetzt kann ich drauf. Und jetzt kann ich rüber. Und jetzt kann ich rüber. So. Und dann warten wir jetzt hier. Und jetzt kann ich drauf. Und jetzt kann ich drauf. Und jetzt kann ich rüber. Da warten wir mal ein bisschen. Und jetzt kann ich hier einfach... Ah, guck mal, jetzt zeigt sogar den anderen Teil an. Gut. Schöne Idee. Bis auf die Blöcke habe ich nicht ganz alles... habe ich es... Andersrum. Bis auf die Blöcke habe ich alles verstanden. Okay. So, dann haben wir nur noch das 11% Level und dann haben wir alles von Devori schon durch. So schnell kann es gehen. Wüste mit familiären Gesichtern. Into the graces of the Oasis. New items, by the way. Okay. 16 Sekunden reicht. Kann man das schaffen? Na dann. Gut. Ja, gut. Gut. Hilfe. Was tue ich denn? Ich habe das doch vorhin auch darüber geschafft. Na bitte. Warum denn nicht gleich so? Oh, der muss werfen. Wirf. Wirf schneller. Dankeschön. Oh, warte, geht das an der Decke auch? Nein, die sind einfach nur... Nur wenn ich drauf laufen würde, dann würde das gehen, ne? Oh, das wird auch interessant. Okay. Und das ist das erste Mal, dass ich ein Power-Up in den seinen Hex hatte schon. Ach, das sind die Blöcke. Oh, oh.
Ich habe noch nie mit den Speed-Plattformen gespielt. Okay, die sind... Die sind interessant! Ja, okay. Das war sehr interessant, tatsächlich. Okay, also er hat ja einfach nur ein bisschen mit den neuen Sachen gespielt. Die Pi-Blöcke angeben an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Yo! Ja, die Pi-Blöcke geben an der Stelle überhaupt keinen Sinn, weil die sind halt einfach da. Und es ist kein Pi-Switch da, der sie wegmachen würde, also... Ja. Okay, aber das ist cool. Ja, das Level war jetzt eher gewöhnlich, so ehrlich muss ich sein. Er hat halt die neuen Sachen ausprobieren wollen. Das ist okay. Dafür hat er danach ja Link's Crossbow Training gebaut, was grandios gut war. Gut, dann haben wir ihn durch. Ich glaube, wir haben alles gespielt, ne? Ich habe nichts ausgelassen. Dann gucken wir nochmal kurz, ob hier sich was getan hat, aber ich denke mal nicht. Und dann schließen wir den Part. Beziehungsweise spielen wir einfach noch zwei neue oder so. Troll. Will ich das? Nein. So, ohne zu gucken, was es wird. Einfach rein. So. Okay, hallöchen. Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Okay, die gehen alle gleichzeitig an. Das heißt, ich habe genug Zeit, um hier hochzugehen. Yo, ich hätte gern da unten das Ding. Da ist doch bestimmt was Schönes drin. Sag ich ja. Ja gut, so viel dazu. Aber da ist doch eh schon das Ziel. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Da ist die Axt. Ah, wir waren nicht Erster. Das war viel zu einfach. Außer es hat jetzt wirklich gerade kein anderer gespielt. Dann waren wir Erster. Ja, so habe ich mir das schon vorgestellt. Schade. Spike. Let's go, Spike. Was? Okay. Also wir brauchen eine Feuerblume. Das ist keine Feuerblume. Ah, das ist auch gut. Das war nicht so gut. Bruder! Gib mir die Feuerblume. Da ist meine Feuerblume. Da ist meine Feuerblume weg. Das war jetzt nicht so gut, ne? Wetten, da kommt das Ziel. Nein, das Ziel kommt da noch lange nicht. Okay. Wollte ich nicht, das wollte ich. Komm ich da direkt hoch? Nein. Okay, ich muss unten rum. So, gib mir einfach nur die Blume. Nein. Yes. So, und jetzt... Ah, warte, das ist eine Wolke. Nein, die Wolke. Das sehe ich ja jetzt erst. Mist, da habe ich die Wolke verpasst. So, jetzt nicht treffen lassen. Kriege ich nochmal eine Feuerblume? Nein, aber einen Stern. Ja, und da wäre mein Ziel. Ohne Feuerblume, ohne Ziel. Mist. Okay. Das ist nicht sonderlich schwierig. Wir werden aber nicht Erster sein. Das ist das Problem. Dafür habe ich schon wieder zu lange rumgeeidelt hier. Cool. Cool. Oh, lass mich doch einfach in Ruhe. Wie wär's denn? Nein.
Da ist meine Blume. Da ist meine Wolke. Nein! Verschwindet... tschüss. Verschwinde doch nicht gleich wieder, Wolki. Warum tust du das? Alter, es ist so dumm, ne? Es ist so dumm! Lass mich da hoch. Go! Nein! Oh Mann, es wird nicht besser. Okay, weg mit dir. Nein! Oh, ich könnte so kotzen. Ja, kann ich doch wieder vergessen. Ist die Blume weg? Warum? Warum? Warum, ey? Oh, lass mich in Ruhe, ey. Oh, lasst mich in Ruhe. Nein. Nein. Mann. Wofür ist der P-Switch überhaupt gut? Der hat überhaupt keine Bedeutung. Wahrscheinlich sollte ich einfach nicht fragen. So, gib mir jetzt den Stern. God dang it. Was ein Quatsch. Okay, aber wir waren nicht Erster. Dafür waren wir wieder viel zu langsam. Viel zu langsam. Viel zu langsam. Ja, toll. Der nützt mir auch nichts. Ah, eins noch. Mi primäre Nivel Aquatico. Mein erstes Level unter Wasser. Ich habe Angst. Aber vielleicht wollen das Leute auch einfach nicht anklicken. Okay, wir gehen erstmal in eine Tür. Oh, okay, hi. Hallo. Hätte ich da hochgemusst? Bitte nicht. Hätte ich nicht. Was? Was? Wow. Immerhin. Immerhin Erster. Ja, das hat funktioniert. Okay, noch eins. La invasion de los ratones. Nivel entiere normal y... Keine Ahnung, was da noch stand. Gegeneinander. Oh, der hat den Tag gegeneinander verwendet. Ja, das sieht genau wie ein Level aus, was ich mir für gegeneinander vorstelle. Aber sowas von stelle ich mir das für gegeneinander vor. Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen. Hä? Oh, no. Nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Putzel. Let's go zu Putzel. Krieg rote Munden. Na klar. Na klar. So. Oh shit, das sieht wie ein großes Putzel aus. So, hier ist eine Blume. Da ist die Blume weg. Und der Pilz. Aber wir haben eine rote Münze. Feder. Ich könnte zum Anfang zurück. Oh, warte, 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 warte. Was ist da unten gerade so? Hi! Ja, ich hab's mir doch gedacht. Da hat jemand aber ein richtig krasses Putzel gebaut. Puh. Warte, wir holen uns mal ganz schnell den Weltrekord.
Weiß nicht, was er sich hier gedacht hat, wohin man fliegen soll, aber... Ja gut, ne? Ah, scheiße. Ich darf nicht zu bald runter. Nein! Komm schon, ich will einen ordentlichen Rekord aufstellen. So viel Zeit muss sein. Nein, ich... Oh. Ach, komm schon. So. Kann ich in der Luft eigentlich auch nochmal? Ich kann doch bestimmt so Geschwindigkeit aufnehmen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ah, schneller wird's bei mir nicht mehr. Aua, woanders schon. Das kriegt auf jeden Fall irgendjemand gebreakt, aber ich krieg's nicht schneller hin. So. Have fun to break this. Okay, eins noch. Ein Snowy Day haben wir tatsächlich gerade. Hier ist richtig viel Schnee gefallen. Habe jetzt mal meine Winterschuhe rausgekramt. Die brauche ich ab jetzt nämlich, sonst wird das hier nichts. Sonst kriege ich hier Probleme. Eieiei. Oh, das könnte sogar ein kritisches Level sein. Hilfe! Okay, was sagt der Rekord? Achso, was sagt der Rekord? Ich will ja der Erste sein, der hier einen aufstellt. Da war ja was. Nein! Okay, das probieren wir noch. Das probieren wir noch ein bisschen und dann hören wir auf. Ach, was mache ich denn? Das ist so rutschig. Ich komme auf die Rutschigkeit nicht klar. Oh. Okay, jetzt haben wir wieder Grip. Okay, rein da. Okay, wir brauchen eine gelbe Röhre. Die führt zum Ziel. Hi. Dieses Gerutsche, ne? So, einfach gerade stehen. Dann rutschen wir auch nicht weg. Hui. Nein, zu bald! Vor allem, ich muss da gar nicht Z machen. Ich muss ja nur in die Greifhaken rein. Z ist Blödsinn. Z ist dann, wenn ich auf den Swamp drauf gehe. Nachher. Wenn ich wieder rückwärts, also zurückwechsel. Dann brauche ich Z, aber vorher nicht. Vorher muss ich den hier machen. Hä, ich brauche hier überhaupt gar kein Z. Was will der von mir? Gib mir keine falschen Indikatoren, Junge. Das geht doch komplett ohne Z. Ich kann doch hier einfach durchspringen. Bruh, da ist die Röhre. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Sind wir Erster oder sind wir zu dumm gewesen, um schnell zu sein? Wir sind hundertprozentig zu dumm gewesen. Ich kann nur dann Glück haben, wenn halt jemand anders, der noch schlechter ist als ich, das Level entdeckt hat. Und nicht jemand, der besser ist. So, und einfach rüber. Ich weiß nicht, was das Z da soll. Ergibt gar keinen Sinn. Aber wir sind am Ziel. Das ist weder Rekord noch Erster. Prediction. Prediction. Ja, sag ich ja. Mist. Okay, eins noch. I am sorry. I am too. I am sorry too. Lee 2 Haus. Ah ja.
Da ist das Ziel. Ah, der drückt das nochmal. Okay. Aber jetzt haben wir keine, der es nochmal drückt, ne? Oh, das... Oh, die Zeit! Okay, das wird ja sogar kritisch. So, jetzt müsste es passen. Weil jetzt läuft der P-Switch aus. Und wir können ans Ziel ran. Huh! Okay. Okay. Das kann man sogar spielen. Das war zwar super dumm, aber man konnte es spielen. Und wir haben den Erster. Yay. Erster sammeln ist gut. Noch ein Erster. Komm, let's go. Ich bin wieder, wie sagt man? Gehuckt. Bin an der Angel. Oh mein Gott. Muss ich mit dem Ding da hoch, ja? Oder komme ich da auch so hoch? Oh, ich muss mit dem Ding da hoch, ne? Okay. Dann komm mal her, Freund. Hier bin ich. Oder komme ich da irgendwie so anders hoch? Ah, ich komme da anders hoch. Alles klar. So, wir wollen nicht den Pau drücken. Oh, ich krieg Dinge. Das ist doch schon mal schön. Ach so. Warte, ich guck erst mal. Okay, da oben fallen einfach Sachen runter. Yo. Ich glaube, wir spielen das Level nicht. Okay, ich aktualisiere aber nochmal kurz. Lustig. Ein Deutscher. Revax. Revax, was ist lustig? Erzähl mal. Hau raus. Hau raus den Joke. Cool. Das war nicht so cool. Aber jetzt habe ich schon gesehen. Ja, aber was will ich denn jetzt? Ja, Blume kann ja nur gut sein. Ah, der Pilz wäre sogar der Tod gewesen. Null. Lustig auf jeden Fall, ja. Hahaha. Ich lache mich tot. Also Revax, wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Humor. So, Arten. Ich lasse das Ding erstmal Ding sein. Da kommt noch eins. Ja, lol. Das ist in der Tat richtig lustig, Revax. Mensch. Ich hau mich weg. Was ein Joke. Och, ich bin nicht Erster. Ich hab den Rekord. Was will ich mit dem Rekord? Na gut. Wer war denn da gerade schneller? Toni SM. Was soll das denn, Toni? Du hast alles kaputt gemacht. Okay, das spielen wir noch. Roter Apfel ist auch deutsch und baut Ausrufezeichen. Mensch. Ich finde es schön, wie unsere Levelersteller sehr seriös wirken wollen im Mario Maker.
Ist das jetzt dein Ernst? Ich dachte schon. Ist das jetzt die Röhre, die zum Ziel führt? Immerhin. Immerhin, das hat funktioniert. Nee, oder? Nee. Bitte nicht den Schlüssel am Ende benutzen. Okay, das müssen wir ausprobieren. Bowser, was hast du getan? Rolling Balls. Bitte nicht den Schlüssel am Ende benutzen. Oh Mist. Nee, das haut nicht hin. Das war ein Versuch wert. Was war das denn jetzt für ein Quatsch? Oh boy. Ah, die gehen kaputt, okay. Das heißt, die 5 roten Münzen sind klar, wo sie sind. Ach, wir starten von vorne natürlich. Hä, da liegt noch ein anderer Schlüssel. Hä? Hä, was hat der gebaut? Was ist das für ein Schlüssel? Oh yeah, Mario time. Ich habe Fragen. Hat er einen Schlüssel dahingesetzt, damit er das Level abschließen kann? Und dann in die Beschreibung geschrieben, man soll den Schlüssel nicht benutzen. Weil dann würde man das Level ja cheesen. Und das ist nur der Death-Schlüssel sozusagen gewesen. Ist es das? Weil er selbst nicht in der Lage war, diese roten Münzen hier zu sammeln. Hat er es nicht geschafft, diese roten Münzen hier zu sammeln. Was sind das für rote Münzen? Okay, wir spielen das jetzt einmal ordentlich, damit er zufrieden ist. Wir sind ja eh schon Erster. Ah, das ist, da fällt mir schon wieder nichts zu ein, ne? Da fällt mir schon wieder einfach gar nichts zu ein. Uff. Aber wieso setzt er sich denn dann den Schlüssel auch noch genau dahin? Ja, das geht ja sogar. Ja, das war jetzt ja richtig schlimm. Puh. Moment, ich habe den falschen Schlüssel. So. Jetzt habe ich den richtigen Schlüssel. I don't get it. Was ist denn jetzt? Was war denn jetzt? Warum kann er denn... Keine Ahnung. Bitte nicht den Schlüssel am Ende benutzen. Ja, alles klar. Alles klar. Ja, ist in Ordnung. Oh, Bowser 45. Eine Womp. Oh, ey, wenn man so dieses neu durchgeht, ne?
Hat er einfach nur 1-1 gebaut? Ist das ein weiteres einfach nur 1-1 Level? Es passt doch nicht mal, oder? Das ist doch nicht mal richtig nachgebaut. Das sieht doch ganz anders aus. Und die Röhren sind viel enger. Was ist das für ein 1-1? Das müssen wir kurz bis zum Ende spielen. Mist. Ja, genau so kenne ich 1-1. Genau so kenne ich 1-1. Ey, da baut man schon 1-1 nach und dann nicht mal richtig. Uff. 10 Sekunden. Ja, geh heim. Was für ein Viech? Flying Swoppy? Cueva-Troll. Link rettet Weihnachten. Klingt auch interessant. Aber jetzt genug davon. Wir schließen ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!